Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In diesem Video möchte ich euch sämtliche Patch Notes von Season 5 vortragen. Ganz, ganz viele Waffenänderungen, ganz, ganz viele Legendenänderungen, die komplette Überarbeitung von Mirage, da zeige ich euch auch ein bisschen was auf dem Schießstand. Es wurden einige Sachen überarbeitet, entfernt oder neue Sachen dazugekommen, sehr, sehr interessant. Ganz viele Bugs wurden entfernt, ganz viele Bugs sind dazugekommen. Überraschung, hallo Respawn. Leider keine neue Waffe, hat sich bestätigt. Dann möchte ich mich nochmal bedanken für den gestrigen Livestream, den viele verfolgt haben. Es waren über 12.000 Aufrufe auf diesen Livestream, ganz viele neue Abonnenten und so weiter. Danke für den Support, ich hoffe es geht so weiter. In der Mache nach diesem Video auf jeden Fall noch ein Lobar Guide und ein Battle Pass Video. Das soll es von mir jetzt soweit gewesen sein. Jetzt zeige ich euch sämtliche Patch Notes und wie immer ein Daumen für dieses Video da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends gerade zu Season 5 nichts verpassen wollt. Viel Spaß jetzt bei den Patch Notes. Ganz kurz zum Overlay, das hat sich ein wenig verändert. Wenn ihr den Battle Pass sucht oder die Questreihe oder die Herausforderung, ihr müsst hier oben links draufklicken. Ihr könnt auch auf der PlayStation einfach Viereck drücken. Dann öffnet sich dieses Fenster und dann haben wir nochmal drei Unterreiter. Natürlich einmal den Battle Pass, die Questreihe und die Herausforderungen sind hier. Bei der Quest müsst ihr erstmal den Prolog öffnen, damit das bei euch so aussieht. Das sieht sonst vorher anders aus. Wenn ihr den geöffnet habt, dann habt ihr ja so ein bisschen Prolog-Storyline, die ihr durchsetzen könnt. Leider in Textform, also ihr müsst eine Menge lesen. Unten rechts seht ihr, wie weit ihr das jetzt schon durchgelesen habt. Da steigert sich die Prozentzahl, könnt das auch wieder abbrechen. Und dann erscheint dieses Fenster. Da seht ihr, wie viele Quests ihr schon freigeschaltet habt und wie viele Schatzkisten ihr schon gefunden habt. Wer das noch nicht weiß, 5 Schatzkisten an der Zahl müsst ihr finden. Das heißt, jeden Tag eine ist zu finden. Findet ihr noch eine, könnt ihr die für eure Teammates anpingen. Ihr könnt nicht mehr als eine einsammeln pro Tag. 5 an der Zahl brauchen wir, um eine Quest freizuschalten. Danach wieder 5 und so weiter. Das heißt, ihr braucht alle 45 Schatzkisten. Das sollte soweit klar sein. Jetzt kommen wir zu ein paar kleineren Änderungen und zwar, was heißt kleine Änderungen, es ist eine Großänderung, das Reconnecting Feature ist jetzt im Spiel, egal in welchem Spielmodus, fliegt ihr unerwartet durch Serverprobleme oder so aus dem Spiel, könnt ihr dem Spiel wieder beitreten, solange ihr oder eure Teammates noch am Leben sind und ihr theoretisch gerespawnt werden könnt. Es ist egal, ob ihr am Leben wart oder ob ihr getötet wurdet, ihr könnt wieder das Spiel einsteigen für eine bestimmte Zeit, also ihr habt nicht unendlich Zeit, ist natürlich logisch und ihr startet da, wo ihr aufgehört habt, das heißt ihr droppt wohl nicht vom Himmel aus einem Jumpship oder so, sondern startet da, wo ihr rausgeflogen seid, das ist eine interessante Geschichte. Neu im Shop, richtig geil, wir können jetzt einmal pro Woche ein bestimmtes Bündel kaufen, was jede Woche neu zusammengestellt wird. In der ersten Woche haben wir ein Wraith-Bündel, wir können quasi für 700 Coins diesen Skin, diesen Kraber-Skin, diesen Wraith-Anhänger und diesen Voidwalker-Helm als ein Bündel für 700 Coins kaufen. Was aber interessant ist, ich besitze aus diesem Bündel schon 3 Sachen. Deswegen würde ich jetzt quasi nur noch 455, ist vielleicht ein bisschen Käse, weil ich habe 2 legendäre Sachen und ein episches und trotzdem 455 ist immer noch mehr als die Hälfte des Preises. Ist zwar ein bisschen komisch, aber man bekommt auf jeden Fall, wenn man von dem Inhalt des Bündels was hat, etwas Rabatt. Feine Sache. Dann gibt es im Spiel, je nachdem welche Legenden zusammenspielen, neue Voice Lines. Die hauen sich irgendwelche andere Sprüche vor den Kopf, die die Legende sonst nicht sagen würde, wenn eine bestimmte Legende gerade nicht mit im Squad wäre. Auch sehr interessant, wie das genau aussieht, habe ich noch nicht testen können. Dann gibt es endlich die Favoritenliste auch für unsere Waffen. Finde ich eine geile Änderung. Gab es ja seit Season 4 für die Legenden, jetzt für die Waffen. Coole Geschichte. Standortbasierende Herausforderungen sind rausgeflogen, was ich auch sehr geil finde, weil das einfach für mich gerade mit Randoms einen negativen Einfluss aufs Spiel hatte, weil die dann irgendwo hinfliegen, wo du gerade eigentlich gar nicht hinfliegen willst, als Jumpmaster zumindest. Dann haben wir Voicelines, die dazugekommen sind, wenn ein Feind einen Mate wiederbelebt, soll das wohl entweder unpingbar sein oder eine Legende sagt es automatisch. Das konnte ich jetzt aus dem Englischen nicht so übersetzen, dass ich genau weiß, ob es ein Ping ist oder ob eine Legende das automatisch sagt. Dann gibt es 2 Änderungen, was Waffenaufsätze betrifft. Und zwar ist der Schädelspalter wieder im Spiel. Die Wingman und die Longbow können jetzt wieder einen Schädelspalter auf die Waffe machen und der Amboss-Empfänger ist wieder rausgeflogen. Keine Ahnung, warum die den Amboss-Empfänger wieder rausgenommen haben. Ich fand den eigentlich geil. Die hätten ja den
Schaden ein bisschen reduzieren können. Hätte ich auf jeden Fall ganz cool gefunden. Jetzt kommen wir zu Mirage. Da springe ich kurz in den Trainingsmodus und erzähle euch noch ein paar kleinere Sachen dazu. Dann kommen alle Legenden-Puffs im Allgemeinen. Alle Legenden-Buffs. Das Makeover von Mirage folgendermaßen. Doppelgänger bleibt natürlich bestehen. Ihr drückt L1 auf der PlayStation. Cooldown-Zeit 12 Sekunden. Jetzt können wir den Köder aber steuern, indem wir auf dem Steuerkreuz nach unten drücken. PC weiß ich natürlich nicht. Und er ahmt alle Bewegungen nach, die ich mache. Außer Schießen natürlich. Er springt, er hockt sich hin, er slidet. Er macht so ziemlich alles nach, was ich mache. Was ich allerdings nicht weiß, ob dieser silberne Schweif, wie bei Wraith auch, ob der für die Feinde sichtbar ist. Das kann ich aktuell leider überhaupt nicht sagen. Dieser Doppelgänger hält 60 Sekunden, was echt lange ist. Und wenn ihr keinen Bock mehr auf diesen Doppelgänger habt, schickt ihr nach 12 Sekunden einfach den nächsten los. Den könnt ihr auch wieder übernehmen. Und dann habt ihr die volle Kontrolle über den Kollegen. Und die ultimative Fähigkeit. Wir werden nicht mehr unsichtbar, was ich eigentlich schade finde. Aber Gran Soirée Event Style, ihr kennt es noch, aus dem Dummy-Modus. Dann gab es auch so eine Fähigkeit. Da haben sich die Dummies in mehrere aufgesplittet und haben alle Bewegungen nachgemacht und sind in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Ist auch eine geile Änderung. Was aber viel geiler ist, ihr werdet unsichtbar, wenn ihr ein Teammate wieder heilt, also hochhebt, wenn ihr ein Teammate respawnt oder wenn ihr gedownt seid. Das heißt, drei verschiedene Unsichtbarkeiten von Mirage. Ach so, und wenn ihr ein Teammate wieder hochhebt, ist der auch unsichtbar. Ich habe es in der Praxis noch nicht testen können, ist aber eine absolut geile Änderung für den Mirage. Und ich denke, der Mirage wird jetzt auch wieder öfter gespielt. Fast hätte ich vergessen zu erwähnen, das Lootbox-Overlay wurde komplett überarbeitet, was ich eine feine Änderung finde. Es sieht so ein bisschen aus wie dem Ulti von Loba. Ihr habt jetzt einen viel, viel besseren Überblick. Ich kann euch das ja mal hier einblenden aus dem Livestream, wie ich da so eine Kiste loote. Man hat auf jeden Fall einen deutlich besseren Überblick über den Inhalt der Kiste und kann schneller sich das rauspicken, was man sucht. Das ist auf jeden Fall eine feine Änderung. Und jetzt geht's weiter mit den Legenden, sobald ich euch das hier kurz eingeblendet habe. Nee, ehrlich jetzt? Ja. Och, bitte. Obwohl, das mit der oben ausgerichtet und alles. Das ist geil, das ist geil. Das ist geil. Du lootest viel schneller. Stimmt, wenn du keine Waffe brauchst, aber schön wieder oben die Messdef ist. Oh nein, das ist geil. Ach, nee, Mann, stopp mal. Wenn hier eine Prowler drin ist. Oh ja, hier ist eine Paula drin. Ja, dann ich wechsle. Ich da noch schwerer Muni rum. Ich brauche. Sollte ich übrigens von den Patch-Notes irgendwas vergessen haben, weil es einfach wirklich sehr, sehr viel ist, nehmt mir das nicht übel. Ich gehe zum Beispiel die kompletten Bugfixes nicht durch, weil das einfach zu viel ist. Gehen wir jetzt mal weiter mit den Legenden, Buffs und Nerfs, und zwar der Bloodhound. Die Scan-Ausbreitung dauert jetzt keine 3 Sekunden mehr, sondern 4 Sekunden. Ist jetzt nicht weiter dramatisch, aber die Cooldown-Zeit des Scans wurde von 35 auf 25 Sekunden reduziert. Ist mega, mega heftig, wie ich finde. Die Krypto-Drohne. Was das jetzt bringen soll, weiß ich nicht so genau, weil ich eigentlich dachte, das kann man vorher schon. Wenn du in der Drohne unterwegs bist, kannst du Banner pingen, um Mates vor Feinden zu warnen. Das raff ich nicht so ganz, weil Feinde konnte ich doch so oder so pingen. Also deswegen, das raff ich jetzt nicht so ganz, was das bedeuten soll. Die Lifeline wurde ein bisschen was geändert, nicht viel. Die Lootboxen, die blauen Lootboxen, die nur Lifeline und auch Loba jetzt mit dem Extrafach öffnen können, wurde um 20% erhöht. Und die Knockdown-Schilder wurden aus dem Geheimfach entfernt, warum auch immer. Beim Core-Stick gibt es eine Änderung, die ich sehr, sehr begrüße. Und ich denke auch, dass der Core-Stick jetzt wieder mehr gespielt wird. Auch ich könnte ihn jetzt öfter mal wieder spielen, weil einige von meinen Teammates das nicht leiden können. Und zwar, das Teammate-Gas verlangsamt dich nicht mehr. Und das finde ich absolut geil, diese Änderung. Octane's Jump Pad, die Cooldown-Zeit wurde von 90 auf 60 Sekunden reduziert, finde ich auch sehr geil. Wobei ich jetzt trotzdem mehr Loba spielen werde als Octane. Gibraltar, die Kuppel, die hält jetzt nicht mehr 18 Sekunden, sondern 12 Sekunden. Das heißt, der Gibi bekommt nochmal einen zusätzlichen Nerf. Ich finde 18 Sekunden für so eine Kuppel ist auch nicht so lang, aber 12 Sekunden ist vielleicht der richtige Weg. Und ich denke, dass wir mit den Gibraltar-Nerfs so langsam am Ende sind. Jetzt kommt aber ein Nerf, den ich nicht nachvollziehen kann und den ich auch zu heftig finde. Der Grappling Hook vom Pathfinder wurde geändert. Sorry, ich komme hier gerade voll ins Stottern, weil ich eigentlich völlig kotze. Die Cooldown-Zeit vom Grappling Hook wurde von 15 auf 35 Sekunden erhöht und macht meiner Meinung nach
den Pathfinder zwar nicht unbrauchbar, aber es ist wie mit Wraith, die Unsichtbarkeit wurde auch drastisch angehoben in der letzten Season, was ich einfach too much finde. Und meiner Meinung nach ist der Pathfinder jetzt absolut nicht spielbar ist der falsche Ausdruck, aber ich finde es too much. Also ich hätte gesagt, 10 Sekunden obendrauf wäre noch okay gewesen, aber 35 Sekunden zu heftig. Okay, das Video dient nicht, um mich darüber aufzuregen, sondern um euch aufzuklären. Kommen wir zu den Waffen und da finde ich es interessant. Es haben sich ja einige im vorletzten Video darüber aufgeregt, dass ich, oder im letzten Video, dass ich die R99 als goldene Waffe nicht genannt habe. Auf die Fresse geflogen. Die R99 ist keine goldene Waffe in Season 5. Zumindest stand EA-Seite, wo man die ganzen Patchnotes findet. Und zwar sind die goldenen Waffen die Longbow, die Hemlock, die Spitfire, die EVA 8 und die RE45. Bam! Ich weiß aber nicht, ob die Prowler zum Beispiel aus dem Loadout als goldene Waffe rausgeflogen ist, kann ich aktuell nicht sagen. Diese 5 Waffen sind auf jeden Fall dazugekommen, keine R99. Dann eine interessante Änderung, wo ich echt erstmal schlucken musste. Die Peacekeeper und die Mastiff haben ihre Plätze getauscht. Das heißt, die Peacekeeper ist jetzt eine Airdrop-Waffe in Gold und die Mastiff ist jetzt eine Standardwaffe. Ist eine Änderung, die ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, obwohl ich es cool finde. Ich finde nämlich den Sound der Mastiff sehr, sehr geil und ich spiele die Mastiff vom Handling her auch sehr, sehr gerne, weil ich gerade das Visier, das ganz normale Visier, einfach geiler finde als das von der Peacekeeper und ich finde, es ist nicht unbedingt ein Rotpunktvisier für die Mastiff vonnöten. Jetzt kommen wir zu sämtlichen Waffen. Änderung und da hat sich auch einiges getan. Fangen wir an mit der Mastiff logischerweise. Schaden pro Kugel, die kann ja nicht so mächtig bleiben. Schaden pro Kugel von 18 auf 13 reduziert. Headshot-Multiplikator von 2 auf 1,25 reduziert. Erhöhte Streuung der äußeren Kugeln, auch klar, weil sonst wäre es zu krass. Die Feuerrate zwischen den Schüssen wurde von 1,3 auf 1 Sekunde verringert, das heißt, wir können schneller schießen, dadurch, dass die Waffe deutlich weniger Schaden macht. Die Projektilgröße wurde allgemein verringert. Die Patronenkammer wurde von 4 auf 6 erhöht. Wir können jetzt quasi 6 mal ballern, bevor das Magazin leer ist. Und die Projektilgeschwindigkeit wurde ein wenig erhöht und den Standard-Shotguns angepasst. Das heißt, die Projektilgeschwindigkeit war als goldene Airdrop-Waffe etwas anders, was mir auch nicht so bewusst war. Kommen wir zur Peacekeeper als goldene Waffe. Die Peacekeeper hat jetzt eine geringere Streuung, die Nachladegeschwindigkeit zwischen den einzelnen Schüssen. Also ein Schuss, Nachladen, zweiter Schuss wurde von 1,2 auf 0,9 Sekunden verringert. Dann wurde die Nachladegeschwindigkeit von 2,65 auf 2,45 Sekunden verringert. Und wenn die Waffe komplett leer geschossen ist, also keine Kugeln mehr im Magazin, aber noch Reserven, von 3,6 auf 3,35 Nachladegeschwindigkeit verringert und die Projektilgröße wurde etwas vergrößert. Die Alternator Standardmagazin war 16, ist jetzt auf 19 erhöht worden. Die nächste höhere Stufe hat 22, dann 25 und dann 27 Schuss im Magazin. Die RE45, da wurde der Grundschaden von 11 auf 12 angehoben und die Nachladegeschwindigkeit wurde ebenfalls angepasst von 1,74 auf 1,5. Und wenn die Waffe leer geschossen war, beziehungsweise das Magazin leer geschossen war, ist jetzt die Ladegeschwindigkeit von 2,12 auf 1,95 reduziert. Die Havoc hat einen fetten Nerf bekommen. Für alle, die trotzdem mega Aim mit der Waffe haben, wird der Nerf nicht viel bringen, aber der vertikale und der horizontale Rückstoß wurde erhöht und der Rückstoß der ersten zwei Kugeln wurde auch nochmal stark angehoben. So, Longbow und Wingman, da wurde die Headshot-Skala, da sind wir wieder beim Wort Skala. Ich hatte schon mal ein Patchnote Video, wo ich keine Ahnung hatte, was das Skala bedeutet, denn da haben viele gesagt, dass das Multiplikator heißt, kann aber nicht, weil aus den Patchnotes, die ich habe, wird der Multiplikator bei bestimmten Waffen, wie zum Beispiel bei der Mastiff, wird explizit Headshot Multiplikator erwähnt und nicht Skala, also warum sollte das bei der Longbow und der Wingman derselbe Effekt sein? Auf jeden Fall wurde bei der Longbow die Headshot-Skala von 2,15 auf 2,1
verringert. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich gehe immer noch davon aus, dass es wahrscheinlich der Headshot-Wirkungsbereich ist. Je nachdem, wie weit wir neben den Kopf oder über den Kopf zielen, wird die Wirkung noch erzielt. Bei der Wingman von 2,1 auf 2,0. Dann habe ich schon drüber gesprochen, der Schädelspalter ist wieder dazugekommen und dort wird die Skala von 2,1 auf 2,5 bei der Longbow und bei der Wingman von 2,0 auf 2,25 erhöht. Das heißt, der Headshot ist einfacher zu treffen scheinbar. Der Amboss-Empfänger wurde weggenommen, habe ich auch schon erzählt. Die goldene Rüstung hat eine fette Änderung bekommen und hier gehe ich davon aus, um Konkurrenz dem oder nicht zu starke Konkurrenz für das Level 5 Körperschild von der Evo-Geschichte zu sein. Und zwar war es oft so, dass wenn wir ein vollgeleveltes Evo-Schild hatten, haben trotzdem viele eher zum goldenen Körperschild tendiert, wenn man es dann noch gefunden hat. Und zwar wurde die 50% schnellere Heilung vom goldenen Körperschild wurde komplett entfernt und das finde ich einerseits geil, andererseits aber auch irgendwo nicht. Irgendeinen tollen Vorteil sollte doch das goldene Körperschild haben. Dafür heilt eine Spritze und eine ganz normale Schildzelle, also die kleinen Varianten, statt 25 Lebenspunkte, 50 Lebenspunkte. Immerhin ist das eine ganz feine Sache. So, das habe ich erzählt. Ich glaube, ich bin am Ende meines Patch-Note-Updates-Videos. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auf die Sprünge helfen, wer noch nichts von diesen ganzen Änderungen wusste. Das soll es jetzt von mir schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ein Abo, wenn ihr neu seid, wie ich es auch immer erzähle, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß in Season 5. Das nächste Video wird entweder das Battle Pass Video oder ein Loba Guide sein. Lasst euch mal überraschen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.